Heute möchte ich mit dir eine ganz einfache Landschaftszeichnung machen, die wirklich jeder hinbekommt. Das werde ich heute mit dir machen. Wenn du also absoluter Anfänger bist im Zeichnen, ist das eine super Übung, um zu starten. Wir springen direkt auf das Bild und fangen an. Du startest einfach mit einem weißen Papier und einem einzigen Stift. Ich wiederhole, ein einziger Stift langt dir hier aus. Ich verwende einen 4B-Stift. Jetzt ziehst du eine Gerade, also die muss nicht perfekt gerade sein, sondern einfach mal hier so eine Linie. Du kannst sie auch mehrmals ziehen. Also keine Angst, dass du da jetzt irgendwas falsch machst. Die muss ungefähr hier in der Mitte liegen. Ich sage gerne auch mehrmals drüber gehen. Und die ist ein bisschen breiter. Du kannst auch immer machen, dass du mal mit dem Stift reingehst und guckst, okay, wie breit ist die jetzt? So messen viele Künstler ja, aber es langt auch, wenn du es nur mit dem Augenmaß machst. Dann von links entfernt lässt du eine Spalte frei. Du kannst dir auch hier so einen kleinen Punkt setzen, den du später wieder wegradierst. Und gehst dann ein ganzes Stück weiter hoch und setzt dann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier. Wie gesagt, es muss nicht immer genau gleich ausschauen. Es ist nur ein Konzept, wie du mal eine Landschaft relativ einfach zeichnen kannst. Und jetzt machst du hier nochmal eine Linie. Okay. Vielleicht kannst du es dir schon denken, jetzt gehst du von hier nach dahinter und verbindest die mal. Auch hier ganz wichtig, du kannst hier sogar jetzt bewusst ein bisschen so Wellen reinbringen, so ein paar Häkchen. Es muss also absolut nicht ruhig sein. Das ist ganz wichtig, weil meistens ist es so, dass man denkt, man muss ganz gerade Linien zeichnen, aber man will ja keine technische Zeichnung machen, sondern man will eine Zeichnung machen, die wie eine Zeichnung halt ausschaut, wie ein Sketch. Okay, jeder, der schon ein bisschen Erfahrung hat mit Perspektiven, kann sich vielleicht schon vorstellen, ah, okay, da passiert was, vorne ist was größer, hinten ist was kleiner. Und jetzt gehst du dann hier hin und machst hier so einen Pfosten einfach mal ran. Okay. Vielleicht kannst du dir schon denken, was das wird. Richtig, es wird ein Steg hier. Und jetzt geht es hier weiter. Wieder so ein Pfosten. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Darstellung. Es ist jetzt keine hyperrealistische Zeichnung. Es ist ein Sketch, den Anfänger, die ein bisschen zeichnen wollen und Spaß haben wollen, einfach mitmachen können. Und da setzt du jetzt hier einfach ein paar drauf. Ohne dir groß Gedanken zu machen, einfach ganz locker ungefähr mal so ein paar Stelzen hier aufgesetzt. Hier hinten noch. Hier kann man vielleicht nochmal ein extra reinmachen. Also du siehst, ich halte mich da jetzt auch nicht an irgendwelche genauen Vorgaben, sondern ich mache hier einfach ein bisschen was vor mich hin. Okay, dann kannst du schauen, dass du hier ungefähr rüber gehst, auf der horizontalen wie hier, dir das hier markierst und da dann auch immer so einen Stelzen reinmachst, weil er ist ja auf der anderen Seite auch hinter dem Steg jetzt. Kann auch hier so ein kleines bisschen was andeuten, hier ein kleines bisschen was andeuten und dann kannst du das bei allen diesen Sachen machen. Du stellst dir vor, ungefähr, ganz wichtig, nicht verrückt werden, wo könnte so ein Stelzen noch sein. Ist ja auch ein altes Steg, deswegen fehlen da vielleicht auch ein paar. Ist also auch nicht so schlimm, wenn du einen vergisst. Und dann geht's hier rüber. Setzt du da auch noch ein paar Stelzen. Hier rüber. Und da. Okay, damit hast du jetzt erstmal eine Form dargestellt. Und jetzt, was du machen kannst, ist, wenn dein Stift schon ein bisschen stumpfer geworden ist, klappt es sogar besser, dass du hier an der linken Seite einfach nochmal drüber gehst. Dadurch, dass du die Linien ein kleines bisschen dicker machst, wirkt der Sketch dann automatisch voller. Das kannst du auch hier vorne machen. Und du kannst es auch ungleichmäßig machen, also mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Dann kriegt sozusagen dieser Steg eine kleine Breite. Diese Pfosten kannst du auch beliebig ausbauen oder beliebig abstrakt lassen, nur als Andeutung. Das passt alles. Wie es dann weitergeht, ist folgendermaßen. Du setzt hier an und ziehst dann horizontal
eine Linie nach da drüben. Es ist wie so ein Dreieck, das rankommt, da läuft sozusagen der Steg, der macht wie so einen Knick und läuft noch weiter in die Ferne. Okay, dann kannst du solche Bretter hier rüberziehen. Und hier auch ganz ungleichmäßig, das ist ganz wichtig. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer aufdrücken. Und dadurch bekommst du dann unterschiedliche Effekte hin. Weil die Bretter, die sind ja auch nicht ganz gerade, das sind ja keine Fliesen, sondern es sind alte Bretter, die sich ein bisschen bewegen, die an ein paar Stellen ein bisschen weiter nach oben gehen, an ein paar Stellen ein bisschen weiter runter, dann ist vielleicht mal eins abgebrochen und geht irgendwo rum. Also einfach nur mal ganz frei was andeuten. Also die Übung hier soll dir Spaß machen und ist wirklich für absolute Anfänger gedacht. Wenn du jetzt schon mehr Erfahrung hast, kannst du es natürlich auch machen, aber da gibt es natürlich dann, vielleicht hast du schon höhere Anforderungen, das weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Übung, um zu sehen, hey, ich kriege ja was hin, darum soll es hier gehen. Und einfach mal locker, und es macht auch einfach Spaß. Okay, so. Ich lasse das erstmal so stehen. Was du noch machen kannst, ist, dass du jetzt so ganz leicht mal drüber schraffierst. Und zwar von hinten nach vorne wirst du so ein bisschen heller. Weil nach hinten wird alles so ein bisschen zusammengeschoben und wird dadurch dichter und wirkt dadurch etwas dunkler. Und wenn du nach vorne kommst, siehst du die einzelnen Bretter eben sauberer. Okay, Steg haben wir also eingebracht. Da können wir später noch ein bisschen dran arbeiten. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Und zwar ziehen wir eine Horizontale hier komplett einmal drüber. Was du auch machen kannst, ist erstmal den Stift, den musst du nehmen, gucken, kann ich die Linie gerade ziehen oder hänge ich gerade irgendwie so krumm dran und mache dann gleich einen Haken rein und dann aus dem Arm ganz einfach rausziehen. Also einfach hingehen, auch wieder gerne in mehreren Linien, aber hier auch ganz klar, ich sag's dir schon mal, das wird jetzt hier ein Ufer. Das muss eigentlich auch gar keine ganz gerade Linie sein, sondern das sind ja irgendwelche kleinen Vorsprünge. Ein Ufer ist ja niemals eine gerade Linie, wie jetzt bei einer Straße oder so. Deswegen kann sich das ja auch wunderbar bewegen. Und auch nach links geht es nochmal ein ganzes Stück. Aber es sollte natürlich nicht weiter oben sein als das Steg, sondern das Steg läuft da so ein bisschen rein. Okay. Ja, du siehst, ich habe auch keine Angst davor, wo ich die Linien ziehe, ob ich was falsch mache. Ich ziehe einfach immer mal links und rechts und man kann dann später mit dem Radiergummi auch nochmal was ausarbeiten und was ausbessern. Das ist alles kein Problem. Jetzt geht es an die Bäume. Und zwar markiere ich mir jetzt einfach mal so ein paar Baumspitzen als erstes, um mich so ein bisschen zu orientieren. Okay, passt die Höhe? Kannst du mal gucken, okay, ist der Baum, will ich ihn so hoch machen? Will ich ihn da stehen haben? Und dann, also das empfehle ich generell, dass du dir immer erstmal so ein paar Sachen wo einzeichnest. Weil wenn du schon mal ein paar Versuche gemacht hast, und das könnte dir auch bei der Zeichnung am Anfang passieren, dass du es einfach zwei, dreimal machen musst, bis es funktioniert. Es hilft aber enorm, wenn du erst immer mal so, okay, ich gehe von hier nach da, passt es? Und dann, okay, hier sind die Bäume. Ja, vielleicht will ich den noch ein kleines Stück weiter höher haben. Das soll vielleicht bis da gehen, dass du einfach mal so die groben Ecken sozusagen, wo dein Bild aufhört und wie du es auslegen willst, einzeichnest. Weil dann siehst du schon, ah, warte mal, das ist jetzt aber viel zu niedrig oder das ist jetzt viel zu hoch. Und dann kannst du hier oben zum Beispiel auch sagen, okay, da hinten soll dann ein Berg sein. Der wird bis hier oben gehen und der läuft dann hier aus, irgendwie so. Da drückst du jetzt auch mal nicht viel auf. Es ist nur mal ganz grob schauen, okay, wo wollen wir hin? Genau. Und dann fangen wir an, diese Bäume einzuzeichnen. Und da kann ich dir empfehlen, dass du so eine Linie in der Mitte ganz leicht runterziehst. Die sollst du am Ende nicht mehr sehen. Aber ich habe gemerkt, dass viele Probleme haben, wenn die dann einen Baum ohne diese Mittellinie anfangen einzuzeichnen, dass es dann, es schaut komisch aus, sage ich mal. Und wichtig ist, dass du dich jetzt bei dem Baum nicht daran festkrallst und versuchst, irgendwas Technisches einzuzeichnen, sondern der muss wirklich ganz zufällig sein. Guck mal, ich
mache hier einfach mal so ein paar Sachen dran und fahre immer so von der Mitte weg nach außen. Und dann ist es ganz wichtig, dass sich so ein paar größere Formen ergeben, also dass es nicht nur so einzelne Haare sind, sondern dass du größere Formen bekommst, die dann sozusagen diese größere Äste von der Tanne darstellen. Und so gehst du hier rein und ziehst hier einfach immer mal von der Mitte hin so nach außen und zeichnest so deinen Baum. Eine weitere wichtige Sache ist aber, dass du eine Seite von dem Baum immer ein bisschen dunkler machst, weil das Licht kommt jetzt in dem Fall, also nicht stark dargestellt, aber es kommt in dem Fall ein bisschen mehr von rechts. Und deshalb muss die linke Baumhälfte eben ein bisschen dunkler sein und die rechte ein bisschen heller. Es ist aber nicht bei allen Ästen so, du kannst auch mal einen Ast dann trotzdem wieder stärker machen, der liegt einfach so ein bisschen im Schatten, dass du da so ein bisschen Struktur runterbekommst. Aber das ist dann eher so, dass oben das helle ist. Also wenn du jetzt so eine Form hier bekommst, eine so eine Kurve, und du setzt unten drunter dann eher mal so eine dunkle Linie, weil dann ist das Licht nicht mehr komplett geblockt, sondern es leuchtet oben von hier auf den Baum drauf und es ist deshalb heller. Aber unten unter dem Ast ist natürlich trotzdem ein Schatten. Und links vom Baum musst du dann deutlich dunkler werden, damit du eben diesen Effekt hast, dass der Baum auf einer Seite stärker beleuchtet ist. Du kannst auch von außen nach innen fahren, es ist alles eigentlich komplett egal. Wichtig ist nur, dass es nicht mechanisch ausschaut. Also nicht versuchen, irgendeine Symmetrie reinzubringen, das wäre das Allerschlechteste. Eher bewusst eine Unsymmetrie reinbringen, dass es mal hier links ein bisschen weiter rausgeht und hier nicht gleichmäßig was ist, dass hier dann mal wieder was Dunkles ist. Also einfach da spielen und darauf achten, dass es unsymmetrisch ist und unmechanisch. Hier unten hört dann der Baum irgendwann mal auf und geht in Erde über. Das heißt, da ist dann irgendwann mal nur noch normale Schattierung. Da kannst du einmal von links nach rechts drüber fahren. Und dann bekommst du sozusagen Insel oder Sand oder was auch immer das sein soll. Und was wir jetzt machen, ist, du kannst jetzt sozusagen die Bäume ein bisschen üben, indem du hier mehrere von diesen Bäumen einzeichnest. Da werde ich jetzt nicht jeden nochmal erklären, sondern ich werde es dir vormachen, du kannst es dir anschauen. Eine wichtige Sache ist aber da, und zwar, du kannst auch darauf achten, dass der Baum von oben nach unten immer breiter wird. Dadurch wird er auch nochmal ein bisschen besser. Und zweitens, dass wenn du jetzt nach links oder nach rechts gehst, dass da Bäume dann kleiner werden, weil die zum Beispiel im Hintergrund verdeckt sind. Und da kannst du einfach ganz wild, das sind ganz abstrakte Formen, wo du einfach mal reingehst und dann ist es ein Baum. Ja, er muss dann nur sozusagen diese Dreiecksformen ein bisschen haben. Und, da werde ich gleich nochmal was zu sagen, wenn du jetzt hier noch weitere Bäume reinzeichnest, hier sag mal, kommt dann einer, dass du dann auch hier auch mal kleinere Bäume drin hast, die sind dann sozusagen weiter im Hintergrund. Ich werde das jetzt hier mal ausarbeiten und hier einfach mal so, ja, einige Bäume reinzeichnen, du kannst zuschauen, so wie wir es hier gemacht haben. Und dann sage ich nochmal was und dann machen wir hinten noch den Berg und ein paar Spiegelungen ins Wasser und dann passt es eigentlich schon. Jetzt also mal ein paar Minuten Fleißarbeit, auch für dich, hier die Bäume einzeichnen. Du kannst natürlich zuschauen, aber wir machen es ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil sonst wird es langweilig. Okay, los geht's.
Du hast jetzt also ein paar Bäume gezeichnet. Du siehst, ich bin einfach reingegangen, habe genau das Gleiche wie hier noch bei ein paar anderen gemacht. Und an den Seiten so Andeutungen von kleineren Bäumen und auch zwischen den Bäumen mal kleinere Bäume, die weit im Hintergrund sind. Einen wichtigen Tipp will ich dir noch geben, kurz auf einem extra Papier. Und zwar, ich habe dir gesagt, du kannst dir so eine Mittellinie reinzeichnen als Hilfe. Hier ganz, ganz wichtig. Das musst du dir unbedingt anhören. Fang nicht an, einen Mittelscheitel zu machen. Weil dann schaut der Baum aus, wie jetzt aber so symmetrisch in der Seite, in der Mitte wäre. Ich habe es ja schon erwähnt, nicht symmetrisch und nicht technisch, aber du musst wirklich darauf achten, dass du jetzt nicht alle Linien sozusagen von der Mitte rausbringst, sondern wie du das Ganze lösen kannst, ist, indem du jetzt einen so einen Schwung über die Mittellinie rausmachst und dann unten drunter auch wieder einen Schwung über die Mittellinie raus und dann auch mal wieder einen Schwung über die Mittellinie raus. Aber es müssen auch nicht alle so sein, sondern ein paar können wieder so sein. Aber das ist ganz wichtig, dass du immer über diese Mittellinie drüber zeichnest, weil du bist ja auch noch nie vor einem Baum gestanden, der vor allem in der Mitte so einen Scheitel hat, sondern da kommen ja Äste auf dich zu. Das heißt, man kann auch theoretisch einfach mal eine so eine Linie reinmachen oder hier eine so eine Linie, wo dann ein Ast auf einen zukommt sozusagen. Also das ist ganz wichtig, immer dieses Durcheinander bewahren, sage ich jetzt mal. Deswegen auch hier, vielleicht hast du es gesehen, ich bin dann ein paar Mal noch über die Mittellinie rübergegangen. Das kann man auch im Nachhinein immer noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Aber damit sind die Bäume erstmal getan. Was du jetzt machen kannst ist, ich habe es ja schon angedeutet, ist diese Insel nach unten hin weiter ausarbeiten. Die ist dann oben, also du gehst einfach breit rüber aus dem Arm und schraffierst da rein und der Bleistift kann da jetzt auch wunderbar stumpf sein, weil dadurch, dass er stumpf ist, kommt das Blattrelief hier raus, was dann so ein bisschen eher sandig wirkt, ohne dass wir die einzelnen Punkte einzeichnen müssen. Und also immer zu den Bäumen hin oben wird es noch ein bisschen dunkler, weil da eben Schatten durch die Bäume entsteht. Und umso weiter du dann weg davon kommst, umso heller kannst du dann wieder werden. Okay, auch hier überall einfach reingehen. Also keine Angst haben. Du kannst das Bild auch locker 5-mal versauen. Das dauert ja nicht so lang, dieses Bild. Du kannst dir da vielleicht mit den ersten Malen, nimmst du dir mal 30 Minuten, Stündchen. Und wenn du dann schneller wirst, kannst du das vielleicht in 25 Minuten nochmal ausprobieren. Aber da ist ja auch kein Druck dahinter. Es soll jetzt ja nicht irgendwie ausgestellt werden, sondern es geht einfach nur um Spaß, Entspannung, mach dir ein bisschen Musik an oder so. Und dann kannst du das einfach mal zeichnen und schauen, ob was Gutes rauskommt. Und wenn es nicht klappt, einfach nochmal machen, überlegen, okay, woran lag's? Habe ich mir vielleicht die Bäume zu technisch gezeichnet? Habe ich bei dem Steg vielleicht nicht einen guten Winkel oder bin vorne genauso groß wie hinten? Einfach das dann mal analysieren und nochmal machen. Und jetzt hier bei diesen Bergen oder sag ich mal Untergrund von den Bäumen, da kannst du dann auch immer mal so ein bisschen an ein paar Stellen stärker aufdrücken. Ganz zufällig, dass es so ausschaut, wie als ob sich da solche Hügel bilden, ja. So, als nächstes machen wir dann hier unten solche Andeutungen von den Bäumen, also von der Spiegelung im Wasser. Aber ganz kurz, falls du es noch nicht gewusst hast, es gibt ja von mir auch fortgeschrittene Kurse fürs Landschaftenzeichnen, wo ich mit dir richtig, richtige, tolle Landschaften zeichne, unterschiedliche, dir zeige, wie du Landschaften auslegen kannst, wie es mit der Perspektive funktioniert und alles, was man eben wissen muss, um so tolle Landschaften zu zeichnen. Wenn dich das interessiert, schau gerne mal in den Link in der Beschreibung. Und wir machen hier einfach jetzt weiter mit dieser Spiegelung im Wasser. Also, hier sind jetzt mal so ein paar Bäume, die wir andeuten wollen. Ganz klar, wir wollen die jetzt nicht 1:1 spiegeln im Wasser, sondern wir wollen hier ja, so eine leichte Spiegelung andeuten, kaum aufdrücken. Und dann gegen Ende kann man ein bisschen härter werden. Also nochmal am Rand, sehr, sehr weich. Weiter weggehen, dünner werden und dann kann man hier härter werden und auch hier
einzeln mal so ein paar stärkere Sachen einzeichnen. Aber es soll nur eine ganz einfache Andeutung sein. Das gleiche dann mit anderen Baumspitzen, aber wir werden da jetzt nicht alle darstellen, sondern nur ein paar Stück, die wir eben andeuten wollen, dass man erkennt, ah ja, okay, da ist Wasser und es ist eine Andeutung von dem Wasser. Man kann das natürlich in fortgeschrittenen Zeichnungen deutlich intensiver machen, aber das hier ist eine Anfängerzeichnung, die auch sehr toll ausschauen wird, wo wir einfach das alles ein bisschen schon machen, okay? Also hier auch noch ein kleines bisschen den Baum mal darstellen. Überall einfach so ganz leicht mal was einschattieren und ein paar so stärkere Linien reinbringen. Da bleibst du jetzt einfach dabei, weil das machen wir jetzt auch nur ganz kurz. Da brauche ich jetzt nicht spulen, weil es nun nicht mal eine Minute dauert. Einfach so ein paar Sachen andeuten, dann schaut es schon ganz gut aus. Hier hinten kann man es auch mal ganz kleines bisschen machen. Ganz abstrakt reingehen. Einfach links und rechts und dann ein bisschen weiter runter. Das kriegst du hin, da bin ich mir sicher. Und hier drüben auch. Dann haben wir sogar fast alle Bäume so ein bisschen angedeutet, die Spiegelung. Dann ist aber ganz wichtig, dass du jetzt noch am Rand von dem Ufer noch mal ein bisschen stärker reingehst. Siehst, ich habe meinen Bleistift auch immer noch nicht gespitzt. Das heißt, du kannst da wirklich auch sehr gut damit arbeiten, gerade bei so einer Darstellung, ohne einen sehr gespitzten Bleistift, weil du ihn dann immer mal wieder drehen kannst. Also ich drehe den dann so in meiner Hand und dadurch kriege ich dann wieder unterschiedliche Kanten. Wenn ich mal wieder stumpfer sein will, weil ich eine breitere Linie machen möchte, klappt es gut. Und du siehst, nur durch diese Linie am Ufer bekommt es gleich viel mehr Tiefe und schaut direkt mehr wirklich wie so ein Ufer aus. Was du dann noch machen kannst, ist, dass du von dem Ufer so ein bisschen manchmal so weggehst, so wie wir es da oben schon gemacht haben, dass sich da wie so, ja, so kleine Hügel bilden. Das ist also alles eigentlich ganz easy. Man muss es nur mal ein bisschen geübt haben. Das kriegt jeder hin, der schreiben kann. Und meistens, wo es meistens ein bisschen hängt am Anfang, wo man es dann ein paar Mal probieren muss, ist wirklich so mit dem Steg diese, ja, die Perspektive nach da hinten, dass man das dann zu weit in die Richtung macht. Das ist, da kann man überall kleine Fehler machen. Was man hier auch jetzt noch machen kann, ist an dem Steg auch nochmal ein bisschen stärkere Linien hier und da reinmachen, wenn man möchte, dass der eben auch nochmal ein bisschen schöner ausschaut. Da kann man sich aber natürlich beliebig viel Zeit lassen. Also man kann da ewig rummachen und auch in den Brettern kann man jetzt mal ein paar Linien mal so ein bisschen stärker reinmachen, wo sich die Bretter sozusagen ein bisschen stärker so nach oben biegen. Und dadurch wird auch dieser Steg hier nochmal detailliert. Also kannst du auch hier nochmal so ein paar Linien reinmachen. Das ist alles ganz easy möglich. Und auch abgesehen von diesen Hauptbrettern mal so ein paar Formen einbringen. Es ist also alles spielerisch möglich, ohne da jetzt komplett zu gucken, ja, jetzt mache ich einen Punkt hier, nee, jetzt mache ich aber einen Punkt da, sondern es muss locker laufen. Und wenn man realistische Porträts zeichnet, da muss man schon mehr aufpassen. Aber das ist das Schöne bei Landschaftszeichnungen, da kann man ein bisschen lockerer sein. Es gibt nicht so ganz strenge Vorschriften wie beim Porträtzeichnen zum Beispiel. Kann das auch hier so ein bisschen auch nach unten ganz locker runterschraffieren, dass man sozusagen von dem Steg, also es ist nicht der Lauf tiefe runter, sondern man sieht entweder eine Spiegelung jetzt oder durch das Wasser so ein kleines bisschen durch, dass das also noch weiter runterläuft. Das geht also auch, aber wie gesagt, ist eher eine abstrakte Darstellung. Jetzt geht es dann an den Berg hinten. Also den haben wir uns vorher nur so ganz leicht angedeutet, damit wir eben sehen, okay, wo könnte er sitzen? Den statten wir jetzt hier los
Und hier auch ganz wichtig, mit den Linien variieren. Also du kannst jetzt mal wenig aufdrücken und ganz dünn machen. Und dann kannst du mal wieder fester aufdrücken. Dann wird er weniger, ganz dünn. Und dann mal wieder fester und ein bisschen dicker. Und dadurch schaut er nämlich dann realistischer aus und hat diese Varianz drin. Also alles, was nicht variiert, ist immer unnatürlich. Also wenn du jetzt eine Linie hier ganz gerade hochziehst, die überall gleich dick ist, gibt es nicht in der Natur. Und deshalb immer mal wieder lockern, dann mal den Stift vielleicht ein bisschen drehen, dass du eine dickere Kante bekommst, dann vielleicht auch nochmal zweimal drüber gehen. Einfach mal spielerisch ausprobieren hier, dann mal wieder fast gar nicht aufdrücken, weil da einfach vielleicht auch ein bisschen Wolken davor liegen oder weil es ein bisschen weiter hinten ist. Und dann irgendwo komplett ins Nichts auslaufen lassen. Genau. Innen rein machen wir dann auch noch Formen. Also hier ist das gleiche Spiel. Einfach mal aus dem Nichts kommen, ein bisschen fester aufdrücken und wieder ins Nichts gehen. Hier auch nochmal so ein paar Formen. Zack, rauf, wieder ein bisschen fester. Und dann wieder langsam ins Nichts reingehen. Also das ist ganz wichtig, dass man da eben diese Linienstärke ein bisschen variiert, damit es etwas interessanter ausschaut. Genau. Ja, die kannst du beliebig draufsetzen, wo es dir passt. Und wie viele du da haben möchtest. Ich kann nur eins sagen, meistens ist es so mal bei solchen Zeichnungen, weil die sind jetzt ja nicht so fotorealistisch wie ein Porträt oder so. Da ist es meistens so, wenn man anfängt, zu viel rumzumachen, wird es irgendwann nur noch schlimmer. Also das hast du vielleicht auch schon mal erlebt. Dass man sagt, ah, jetzt habe ich hier noch ein bisschen, irgendwann hast du nur noch Moos. Weil du dich dann in diesem Feld bewegst, wo es keine Skizze mehr ist oder kein Sketch, der abstrakt ist und was ungenau darstellt, sondern du bewegst dich dann so ein bisschen in den Realismus rein und dann steckst du zwischendrin fest, habe ich manchmal so das Gefühl. Also das ist meine eigene Erfahrung jetzt, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber meistens muss man sich so ein bisschen entscheiden oder das eben gezielt als Stilmittel einsetzen. Okay, hier jetzt natürlich auch wieder, das Licht kommt mehr von der Seite, deswegen schattieren wir hier jetzt ein bisschen ein, also ganz leicht reinschraffieren. Und falls du hier jetzt also so Linien angedeutet hast, kannst du natürlich auch direkt mitschattieren und dabei auch darauf achten, dass du auf der linken Seite ein bisschen stärker schattierst, was nicht bedeutet, dass es auf der rechten Seite gar nichts gibt. Weil da kann ja auch noch ein Feld sein, wo jetzt rechts die Sonne drauf leuchtet und links wieder ein bisschen Schattierung ist. So, also überall einfach ein bisschen reinschattieren. Auch auf der rechten Seite, wie gesagt, nicht schwarz-weiß denken und da darf jetzt rechts gar nichts mehr sein. Nein, das sind auch ein paar Formen, die man einschattieren können. Einfach links alles ein bisschen kräftiger. Ja, yeah. Ganz oben hat es am meisten Felsen, manchmal umso höher es wird, da kann man also auch nochmal ein bisschen stärker reingehen, wenn man will. Und da kann man also spielen und einfach, du siehst, es ist keine Zauberei, das sind alles Sachen, man muss ein bisschen üben, dass man das sieht und es klappt oft halt nicht sofort beim ersten Mal so wunderbar. Aber ganz im Ernst, ich bin mir sicher, wenn du das 3-4 Mal ausprobierst, wirst du mindestens so ein Ergebnis hinbekommen. Und wenn du dann motiviert bist, kannst du natürlich noch deutlich mehr erreichen. So, ein ganz kleines bisschen hier mal so ganz grob drüber gehen. Zack, vielleicht auch hier im Wasser nochmal ganz grob, vielleicht auch hier mal so parallel noch ein bisschen was ranbringen. Ich mache dir auch die Referenzbild in die Beschreibung unten rein. Das kannst du dir also auch besorgen. Da sind aber diese Spiegelungen jetzt zum Beispiel nicht drin. Das ist so ziemlich das hier, nicht ganz genau, aber daran kannst du dich orientieren und das darstellen.
Gut, das Einzige, was ich hier jetzt noch machen werde, ist, dass ich an ein paar Stellen nochmal dunkler reingehe. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, hier jetzt noch dunklere Bleistifte zu verwenden oder wie ich es normalerweise in meinen fortgeschrittenen Zeichnungen mache, Bleistifte gemischt mit Kohlestifte. Aber hier wollte ich es dir jetzt so einfach machen, dass du es wirklich hinbekommst. Wenn du nur einen Stift dabei hast bei dir daheim, ein B, HB geht auch noch, aber B ist ein bisschen besser, dann probier es aus und schreib bitte unten rein, ob du es geschafft hast. Und wenn ich dich motivieren konnte, mit dem Zeichnen zu starten, dass du gedacht hast, okay, hey, das ging jetzt eigentlich, vielleicht kann ich es ja doch hinbekommen, schau dir auch dieses nächste Video an. Ich freue mich wirklich, wenn du loslegst.